Klar. Ich erzähle heute ein bisschen was zu diesem Gerät, was bei uns in der Ecke steht seit Dezember letzten Jahres, der Phasor, unser Lasercutter. Ich hatte da irgendwie kurz nachdem wir den besorgt hatten oder besorgt bekommen haben. Wer diese epische Geschichte nochmal hören will, kann auf YouTube nach Nick Farr Laser suchen. Erstes Ergebnis. Da hatte ich schon mal kurz drüber erzählt, was das Gerät ist und so, aber es kommen halt immer wieder Leute zu mir natürlich und wollen irgendwas gelasert haben und deswegen wollte ich mal anfangen zu erklären, wie man zu Ergebnissen kommt mit dem Gerät, mit dem Ziel, dass dann halt irgendwann der Schlüssel, den im Moment nur Olli und ich haben, irgendwann hier im Raum ist und man dann halt das Gerät einfach benutzen kann, wenn man so einen Einführungsworkshop gemacht hat, den ich dann bei gegebener Zeit auch irgendwann mal anbieten werde. Aber erstmal so eine Übersicht, wie man irgendwie zu einem Ergebnis kommt, also quasi von einem Gedanken zu was Anfassbarem, deswegen dieser bescheuerte Titel, der mir gestern irgendwie eingefallen ist. Und ich muss dazu sagen, ich hatte fest damit gerechnet, die Folien jetzt noch zu Ende zu klicken, aber hier geht ja gerade das Netz nicht. Deswegen ist das vielleicht jetzt so ein bisschen diffus, aber ich versuche das mit belangloser freier Rede zu überbrücken. Ja, also ich werde irgendwie einmal kurz so in drei Folien kurz erklären, wie es sozusagen ablaufen kann. Dann habe ich so ein Beispiel gemacht, weil ich vor kurzem mal Einladungskarten zu einer Geburtstagsfeier gemacht habe mit dem Laser. Wie das ungefähr funktioniert hat, wie die Dateien da so aussahen. Dann nochmal im Detail, wie man quasi seine Ausgangsdaten am besten vorbereitet, damit ich am schönsten damit arbeiten kann und dann halt am wenigsten Stress ist. Dann zeige ich kurz die Software, die dazu benutzt wird. Also, die dann tatsächlich zum Lasercutten benutzt wird. Und dann halt nochmal irgendwie so ein paar Bildchen, Möglichkeiten, was wir damit so gemacht haben, was man damit noch machen kann. Und generell. Also diese drei Kurzfolien jetzt quasi. Also Schritt 1 ist, man holt sich irgendwie Inspiration oder Ideen. Eine großartige Seite dazu ist Thingiverse. Da gibt's eine eigene Kategorie. Unter Automated Tools Lasercutter kann man sich quasi Designs, die Leute hochgeladen haben, angucken, die man mit einem Lasercutter eben selbst dann verwirklichen kann. Das ist immer eine sehr schöne Quelle Inspiration. Dann hätten wir irgendwie eine ganz profane Google-Suche nach Lasercut. Bringt extrem lustige und viele Ergebnisse. Da kann man auch mal irgendwie so durchscrollen und sich angucken, was andere Leute damit so gemacht haben und sich davon inspirieren lassen. Natürlich Ponoco, das ist quasi so eine, ja, wie soll man es nennen, so eine halbkommerzielle oder kommerzielle Seite, bei der man Designs hinschicken kann und die machen die anderen professionell. Also sprich, die haben eben auch 3D-Drucker und Lasercutter im professionellen Bereich, also eher dann mit mehr Power und die 3D-Drucker sind sehr, sehr genau, die machen. Die können zum Beispiel auch Keramik drucken. Das ist auch sehr, sehr spannend. Aber die haben eben auch ein Archiv an Dingen, die sie schon gemacht haben oder an Einreichungen und da kann man sich halt auch Inspirationen holen. Dann natürlich immer wieder Hackaday. Da gibt's auch eigene Kategorien zum Thema Lasercut. Sehr interessant war, ich glaube, da ist es als erstes aufgetreten, aber der Trend sozusagen Holz biegsam zu machen, indem man so Ziehharmonika-artige Schnitte reinmacht und dann halt kann man eben schöne Rundungen machen mit dem Holz, ohne dass man es halt so biegt, wie man das normal machen würde, also mit Wasser oder mit durch Hitze, aber das kann man sich dann ersparen. Dann gibt's natürlich Instructables. Hier ein sehr schönes Beispiel. Fleisch belasern, warum nicht? Instructables hat, soweit ich weiß, auch eine eigene Kategorie und da ist zum Beispiel auch dieses interessante Video aufgetaucht von Leuten, die sich mit einem Epilock-Laser die Handflächen Laser tätowiert haben. Stellt sich heraus, ist keine so gute Idee. Sieht erstmal cool aus, aber dann stellt sich heraus, nach ein paar Tagen nicht mehr so cool. Aber man kann ja auch andere Dinge machen. Ja, der nächste Schritt wäre dann eben gewisse Tools zu nutzen, um sein Modell zu erstellen, um die Ausgangsdaten zu erstellen, mit denen ich dann arbeiten kann. Am Lasercutter ein sehr interessantes Tool, wo ich drüber gestolpert bin, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hier hat mir das, glaube ich, der wunderbare ThinkJD. Das ist 123D Make
von Autodesk. Da kann man quasi ein 3D-Modell, also ein, ich glaube STL nimmt das Ding, halt so ein Standard-3D-Modell nehmen, wie man es aus 3D-Software kennt, und dann zerschneidet dieses Tool das einem in 2D-Scheibchen. Und zwar so, dass man die dann zum Beispiel aus Karton ausschneiden kann und dann zusammenstecken kann. Also das rechnet einem den ganzen Kram mit irgendwie Steckverbindern und alles sowas zusammen. Ist, soweit ich weiß, komplett Freeware. Und zum Runterladen. Gibt auch eine WebGL-Version. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich ja so ein Linux habe und deswegen darf ich kein WebGL machen. Aber das ist ein ganz interessantes Tool. Dann natürlich irgendwie ganz standardmäßig ein Vektorbearbeitungstool, in dem Fall eben zum Beispiel Inkscape, weil frei. Funktioniert aber auch mit jedem anderen Tool natürlich. Also es macht die Sache sehr viel einfacher, wenn ich eben Vektoren habe, also als Ausgangsdaten. Deswegen ist Inkscape dann ganz praktisch. Es gibt auch noch CAD-Tools, die natürlich auch irgendwie sofort einem ins Auge springen, wenn man, sagen wir mal, millimetergenaue technische Dinge bauen will, also Zahnräder oder irgendwelche Mechaniken. Da gibt es dann LibreCAD. Das, ich kenne es selber nicht, ich habe es jetzt nur durch Googlen mal gefunden. Vielleicht hat damit jemand Erfahrung oder so, aber. Okay, und? Ist okay? Ja. Das ist doch schon mal eine Aussage. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch OpenSCAD. Das ist ein schönes Tool. Das, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es auch mal einen Vortrag zu, einen ersten. Ich denke, das wird eine Serie, oder? Könnte eine Serie machen. Ja, OpenSCAD ist quasi auch ein CAD-Tool, was eher darauf basiert, dass man nicht grafisch arbeitet, sondern eben textuell. Also man programmiert im Prinzip sein Modell. Ja. Gut, und Schritt 3 wäre dann eben die Vorbereitung der Ausgangsgrafik. Dazu muss man sagen, dass der Laser grundsätzlich zwei Modi im Prinzip kann. Und zwar einmal Raster und einmal Vektor, wobei Raster eben eigentlich heißt, dass er graviert. Und Vektor eben meistens schneiden. Für das Gravieren sind die Ausgangsgrafiken im Prinzip total egal. Also da geht BMP, JPEG, was man so als normale Bitmap-Grafiken nehmen kann, funktioniert sehr gut. Die sind dann nicht im Sinne von Größengenauigkeit, ist dann so eine Sache, weil ich dazu meistens das Profi-Tool Firefox benutze, um die darzustellen und in die Lasersoftware zu kriegen. Kann ich nachher mal zeigen, wie das genau funktioniert. Wenn man dann halt eben, wie gesagt, so technische Dinge machen will, also wo man wirklich millimetergenau arbeiten will, dann brauche ich schon Vektorgrafiken dazu und da macht eben Sinn, dann SVG oder DXF zu nehmen. Wobei ich das dann auch nicht direkt in die Lasersoftware nehme, aber das zeige ich dann eben alles noch. Ja, da sind so die Grundregeln, dass man eben Vektoren nimmt mit einer sehr dünnen Strichstärke, also in Corel Draw zum Beispiel H-Linien oder in Inkscape dann 0,1 mm Strichstärke. Der Laser versteht verschiedene Farben, nutzt diese Farben dann aber, um dem verschiedene Schnitttiefen oder Schnittstärken zuzuweisen. Das heißt, man kann die 7 Grundfarben nehmen und dann innerhalb von einer Datei halt verschiedene Schnittstärken haben. Kann man ganz interessante Sachen damit machen. Und wenn man eine genaue Positionierung haben möchte, dann braucht man eine Bounding Box. Was das ist, erkläre ich gleich noch und zeige da auch ein Beispiel zu. Also das war jetzt so der ganz kurz 3-Folien-Schnitt, wie man irgendwie zu einem Ergebnis, von einer Idee zu einem Ergebnis kommt. Jetzt eben dieses Beispiel. Also ich habe eine Einladungskarte gemacht für den 60. Geburtstag von meiner Mutter. Das war einfach so 300 Gramm starkes Papier, was wir dazu genutzt haben. Farbig mit einem Farblaser bedruckt und dann ging es eben darum, diese Zahl 60 vorne auszuschneiden und das Ganze dann zusammenzuklappen, so dass man durch die 60 hindurch dann halt ein Bild auf der Rückseite sieht. Also das war so das grobe Grundlayout, irgendwie die Vorderseite mit eben der ausgeschnittenen 60, dann der Innenbereich mit hier nochmal so dargestellt, wie es eben sein soll, die 60 eben ausgeschnitten, rechts das Bild und ein bisschen Text. Das war so das Grundlayout, was ich gemacht habe. Und um das dann eben in den Laser zu kriegen, brauchte ich eben diese Bounding Box. Aus dem Grund, weil ich dann eben diese, ich weiß nicht, wie viele das waren, 20 oder so, Karten einfach nacheinander immer wieder in den Laser legen wollte und einfach nur auf Go drücken. Das heißt, ich habe den Laser links oben positioniert
Und damit der dann immer an derselben Stelle ist, habe ich das so gemacht, dass in der Inkscape-Datei, die ich dafür genommen habe, die habe ich eben auf diese DIN A4-Größe festgelegt und dann eine gelbe Box außenrum gezogen. Diese gelbe Box erkennt eben die Lasersoftware. Ich kann in der Software dann sagen, dass er mit der Linie eigentlich nichts anfangen soll, aber dadurch ist die Position halt festgegeben. Ja, genau. Das war eigentlich so die Arbeit, die da reingegangen ist. Und diese 60 ist halt irgendein Font, den ich gefunden habe, der ganz nett aussah. Den habe ich dann in Inkscape in einen Vektor umgewandelt und noch ein bisschen nachbearbeitet, weil also die 0 zum Beispiel mussten natürlich hier so Stege ausgegrenzt werden, damit die nicht der Innenteil dann nicht durchfällt sozusagen. Also wenn ich den ausgeschnitten hätte, hätte es ja keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich dann quasi oben und unten so Platz gelassen, also den Vektor sozusagen aufgeschnitten und dann so einen Steg gelassen, damit das Ganze auch hält. Ja, davon habe ich dann wie gesagt ein paar gemacht, das sah irgendwie ganz nett aus. Und genau, dann die Vorbereitung dazu, wie gesagt, nochmal im Detail. Also das Grundproblem sozusagen ist, dass die Software, die den Laser steuert, eben eine Windows-Software ist. Und das Protokoll, was Sie sprechen über die USB-Verbindung zu dem Laser, ist eben auch proprietär. Das heißt, nur diese Software kann das, also im Moment noch. Dazu irgendwann später mal mehr. Jedenfalls nutze ich das im Moment innerhalb einer VirtualBox auf meinem Linux-Rechner hier. Reiche dann die USB-Verbindung durch zur VirtualBox. Inzwischen funktioniert das sehr gut. Am Anfang mit den ersten Softwares von dem Laser war das ein bisschen instabil, weil der halt sehr viel USB-Datenverkehr die ganze Zeit macht und dann ist das manchmal abgebrochen und so. Aber das funktioniert inzwischen sehr gut. Also VirtualBox ist so der Kompromiss. Ich meine, ich will kein Windows auf meinem Rechner haben, nativ, deswegen benutze ich dann halt die VirtualBox. Die schlaue Idee von diesem Laserhersteller ist eben eigentlich, dass sie einen Druckertreiber in dem Windows installieren. Das heißt, jede Software, die eben drucken kann, kann in diese Lasersoftware importieren. Das heißt, man geht einfach in den Druckdialog von seiner Software, wählt den Druckertreiber irgendwie Full Spectrum Laser aus, und dann wird das sozusagen rüber transferiert. Also der Druckertreiber nimmt das entgegen, bereitet das auf und packt das dann in diese Software. Das ist eigentlich sehr schick und sehr bequem, macht aber sehr komische Probleme teilweise. Gerade wenn man jetzt eben sehr genau arbeiten will, nämlich also millimetergenau, wie gesagt, bei so Sachen wie Maschinenbauteilen oder so irgendwas. Also zum Beispiel für die CNC-Fräse hat Tiefpunkt was gelasert haben wollen. Das haben wir am Anfang einfach gelasert und haben uns dann gewundert, dass die Abstände überhaupt nicht mehr übereinstimmen mit dem, was ursprünglich war. Die wurden halt irgendwie komisch skaliert. Und das liegt halt an diesem Druckertreiber. Vermutlich, weil da irgendwelche komischen US-Letter gegen A4 oder sonst irgendwelches komisches Zeug passiert. In dem Moment, wo es halt quasi aufbereitet wird. Also da, man kann in den Prozess natürlich auch nicht reingucken. Das heißt, im Prinzip habe ich den Workflow fast schon verworfen. Also gerade für so millimetergenaue Sachen tut's das einfach nicht. Da hat sich herausgestellt, dass es am einfachsten ist, nach XPS zu drucken. Also in Windows, also ich habe in der VirtualBox eben den Vorteil, dass das ja ein Windows 7 ist. Das heißt, da gibt's diesen Microsoft XPS Printer, der dann eben auch in einer Datei druckt. Und das ist dann halt das XPS-Format und das versteht diese Software nativ. Das heißt, der Workflow ist meistens so, dass ich im Inkscape ein SVG nehme, bearbeite das so, dass es für mich passt, für den Laser passt. Dann drucke ich das nach XPS und öffne das eben in der Lasersoftware. Das zeige ich aber alles nochmal. Ja. Genau, dann kommt eben mal eine kurze Demo eben dessen. Dazu gehe ich jetzt mal hier in mein schönes Windows. Jetzt habe ich hier in Inkscape eben eine Datei vorbereitet. Das ist jetzt zufälligerweise ein Logo von einem Hackerspace, den ich sehr gerne mag. Ich öffne jetzt im Hintergrund die Lasersoftware. So, dann ist sie offen. Dann kann ich wieder in Inkscape gehen und jetzt zeige ich eben mal, was bei diesem Drucken passiert. Also ich öffne den Druckendialog und sage eben, dass der Laserdruckertreiber das entgegennehmen soll.
So, dann taucht das hier in der Lasersoftware auf. Da habe ich jetzt eben die beiden Modi sind durch so Reiterkarten abgebildet, also Rastermodus oder Vektormodus. Und da erkennt man jetzt schon daran, dass das so runterhüpft. Wenn ich das jetzt eben mal rauszoome, sieht man hier schon beim Gravurmodus ist einfach irgendwie der obere Teil, also der obere Teil von der Rundung hier ist abgeschnitten. Und wo ist meine Maus? Und hier rechts ist eben auch abgeschnitten. Wenn ich jetzt in den Vektormodus wechsle, da sieht alles in Ordnung aus. Das heißt, die Vektoren hat er irgendwie erkannt, aber er hat es nicht so umgerechnet, dass es eine saubere Gravur werden könnte. Damit hatte ich am Anfang tierisch Probleme, weil es halt manchmal auch dann irgendwie doch klappt, aber es ist halt natürlich völlig unklar, was da passiert, weil das alles durch diesen Druckertreiber versteckt ist. Wenn ich jetzt aber eben nach XPS drucke, mit dem Microsoft XPS Document Printer, und nenne das RZL. Und wechsle wieder in die Lasersoftware. Gehe auf Öffnen und öffne das. Dann rechne dann das wieder durch. Der Vektor sieht genauso aus wie vorher. Aber der Raster passt jetzt 1:1. Und das ist halt gerade sehr wichtig, wenn ich Dateien habe, die ich sowohl rastere als auch schneide. Also wenn ich irgendwas habe, was ich graviere und danach ausschneide, macht es halt Sinn, das in einer Datei zu machen. Ja? Ist das im Raster so ein Löschstrich oder sieht es nur so aus? Das ist nur die Zoom-Stufe. Also das sind schon richtige Linien. Das ist nur der Zoom ist irgendwie, ja. Wo war ich ja genau? Also wenn man halt beides macht, was öfter der Fall ist, dann funktioniert es halt am besten über diesen Weg, also nach XPS ausdrucken und dann in die Lasersoftware importieren. Das heißt, wenn ihr mir wirklich Arbeit ersparen wollt, dann kommt ihr einfach schon mit einer fertigen XPS-Datei zu mir. Wobei, dann kann ich halt auch nicht mehr viel nachbearbeiten, deswegen. SVG funktioniert schon sehr gut. Das kann ich dann in Inkscape öffnen, nach XPS drucken und dann geht das. Jo. Dann das mit diesen 7 Farben, was ich vorhin so irgendwie kurz erwähnt habe. Sieht man hier in dem Bild jetzt ganz schön. Also ich habe hier einfach 7 Kästchen. Sind das 7? Ja, das sind 7. und der Laser versteht eben, wie gesagt, die Farben im Sinne von die Grundfarben. Also das heißt, bei jeweils RGB-Werten 0 oder 255, dadurch halt eben 7 Farben, versteht er das halt als verschiedene Vektoren, mit denen du dann halt die Schnittstärke einstellen kannst. Das heißt, so Farbwerte dazwischen, die interpretiert er halt dann als einen von denen, deswegen gehen eben nur 7 im Endeffekt. Aber außer jetzt für das, also das ist jetzt so ein Materialtest, so ein Standard-Materialtest, bei dem man dann eben 7 Kästchen nimmt, verschiedene Power Levels wählt und dann halt mal guckt, was am besten auf dem Material funktioniert. Das ist eigentlich so der einzige Anwendungsfall, wo man 7 verschiedene Schnittstufen braucht, eben zum Testen. Für alles andere reichen normalerweise irgendwie 2 oder 3. Genau. Wie gesagt, 0,1 mm Strichstärke ist so das, was man in Inkscape am besten macht. Das kommt nicht ganz hin mit der wie dann tatsächlich die Schnittbreite ist, das hängt auch vom Material ab. Aber damit kann man erstmal arbeiten. Wichtig ist auch, dass man die Abstände zwischen 2 Vektoren halbwegs groß genug wählt, gerade wenn das Material relativ empfindlich ist und sich bei Hitze biegt, also zum Beispiel bei Acryl. Wenn ich Acryl schneide, dann durch die Hitzeeinwirkung verbiegt sich das sehr schnell und wenn ich dann so eine sehr enge Kurve schneide, dann kann es halt sein, dass das nicht so wird, wie ich es mir eigentlich vorstelle, sondern halt dann irgendwie so ein verbogenes Etwas wird. Zu den Vektoren habe ich jetzt auch noch eine andere schöne Demo, und zwar ein Logo von einem Getränk, was wir alle sehr gerne trinken. Da kann man nämlich dann mal sehen, was passiert, wenn ich eben kein ordentliches Ausgangsmaterial bekomme. Jetzt suche ich meinen Mauszeiger hier. So, das ist das Club Mate Logo, das man findet, wenn man nach Club Mate SVG googelt. Das liegt in irgendeinem Wiki als SVG-Datei, ist alles sehr schön und so. Sieht auch ganz nett aus, denkt man sich, ja super, dann will ich das mal lasern. So,
das funktioniert bis dahin eigentlich ganz gut. Außer ich komme jetzt auf die Idee, den Matemann selbst auszuschneiden. Moment. Ja. Ja. Ach so, ja. Was auch oft ist, wenn man SVG-Dateien so aus dem Internet nimmt, dann sind die, also das ist, wenn ich das jetzt verschiebe, merkt man, das ist alles eins. Da ist der Trick dann mit STRG-Shift-G das zu ungroupen. Dann kommt man an die einzelnen Vektoren ran. So, und das ist jetzt eben der Club Matemann selbst. Wenn ich da jetzt mal die Linien tatsächlich, also das ist jetzt Fill, aber wenn ich auf die Linien stelle, dann sieht man schon ein Problem. Ich mach mal noch die Füllung aus, dann sieht man es noch besser. So, wenn ich das jetzt schneiden wollte, wäre blöd. Ja, also das ist jetzt Ausgangsmaterial, mit dem kann ich mal so gar nichts anfangen. Wenn man da jetzt mit dem Vektorbearbeitungstool anfängt, dann wird man ziemlich kirre. Aber das Schöne bei Inkscape ist, es gibt da so lustige Funktionen, wie zum Beispiel Union. Und dann hat man das in fertig. Viel Arbeit gespart. Ich habe keine Ahnung. Also der Ersteller, wahrscheinlich ist das irgendein Tool, was das demjenigen, der es bearbeitet hat, versteckt hat sozusagen. Also er hat wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass das Tool so komische Vektoren setzt. Und du siehst ja, wenn du die Füllung machst, dann ist es egal, weil passt schon. Also gerade das Club Mate Logo, die Zacken da außen rum, musst du dir mal genauer angucken. Ich weiß nicht, wer und wie das erstellt hat, aber es ist, ja, naja. Gut, ja, jetzt sind wir soweit, dass unser Ausgangsmaterial so halbwegs stimmt. Jetzt kommt was relativ Essentielles. Fokussieren. Der Laser funktioniert so, dass er mit einer Fokussierungslinse arbeitet. Das heißt, hinten im Laser ist die Laserröhre. Der Laserstrahl wird dann dreimal abgespiegelt und landet dann in einer Fokussierungslinse. Und diese Fokussierungslinse hat einen festen Fokuspunkt, der ist 2 Inch weit weg von der Linse. Das heißt, an genau dieser einen Stelle ist der Laser im Fokus und da funktioniert er am besten, da wird es eben auch am heißesten. So, wenn ich jetzt aber die Linse nicht ändern kann, das heißt, wenn die einen festen Abstand für den Fokus hat, muss ich also das Objekt bewegen. Dazu lässt sich der komplette Tisch, auf dem das Objekt liegt im Laser, eben heben und senken. Und dieses wunderbare Tool hier, in diesem Fall einfach irgendwie so ein Quadrat aus Acryl, stellt halt den passenden Abstand dar, das hält man da drunter, schraubt den Tisch halt dann so hoch, dass der Abstand bündig ist und dann ist das Ding fokussiert. Vergisst man aber sehr häufig und das ist blöd, weil dann kommt nämlich nicht das Ergebnis raus, was man haben wollte. Dann erzähle ich noch ein bisschen was zu der Software an sich. Also wir haben sie ja eben schon gesehen, jetzt aber nochmal so ein bisschen im Detail. Das ist inzwischen Version 4.2, als wir den Laser geholt haben, war glaube ich 4.0.1. Und dazwischen sind 15 Versionen oder so. Also der Hersteller ist echt ordentlich am Features reinklatschen. Und die sind auch ziemlich cool. Wir haben ein sehr lustiges Forum, wo die Leute obskures Zeug fragen und obskure Antworten kriegen. Beispiel, also der Händler verkauft eine Linse, die einen Fokuspunkt hat, der 5 Inch von der Linse entfernt ist. 5 Inch unter der Linse ist aber außerhalb von dem Gehäuse. Und jetzt gibt's so einen Forumseintrag von dem Hersteller, wo erstmal groß in Rot steht, no warranty, bla bla bla. Und dann, ja, wenn ihr den Boden rausflext. Und diese 5-Inch-Linse, dann könnt ihr natürlich den Laser auf Objekte, die viel zu groß sind, um sie in den Laser zu packen, draufstellen. Und dann steht nochmal der Hinweis, der Laser ist dann außerhalb des Gehäuses. Zieht verdammte Schutzbrillen an. Aber ja, die Firma ist cool, wie gesagt. Das einzige Problem ist halt diese proprietäre Software, also dieses proprietäre Protokoll. Bitte? Wir können auch Hauswände belasern. Wenn du das Gerät die ganze Zeit dagegen hältst, ist das überhaupt kein Problem. Darfst nur nicht zittern.
Ja, das war wohl so die Grundidee, dass jemand meinte so, ich möchte meine Motorhaube belesen und die passt da nicht rein. Und dann meinten die wohl so, kein Problem. Ja. Nee, also das ist jetzt eben Version 4.2 von der Software. Die teilt sich eben, wie gesagt, so auf, dass man verschiedene Rasterkarten hat für die verschiedenen Modi und inzwischen auch einen Design-Tab, wo man dann eben schnell krude Designs in der Software zusammenklicken kann, aber das war bisher immer so buggy, dass ich selbst für irgendwie 2 Quadrate machen, habe ich halt lieber Inkscape benutzt und dann den üblichen Workflow benutzt, weil es halt sehr krude Abstürze auch hatte. Ja, also rechts ist sozusagen der Kontrollteil der Software, hier in dem lustigen lilanen Kästchen ist so die Kopfbewegung, also die Laserkopfbewegung. Das ist auch auf die Pfeiltasten gemappt. Das sieht sehr lustig aus, wenn man so mit dem Laptop davor steht, drückt auf den Pfeiltasten rum und der Laserkopf bewegt sich. Damit kann man halt quasi den Laser ausrichten am Objekt. Dann im roten Bereich ist der Teil zum Gravieren, also die Rasterstärke, Rastergeschwindigkeit. Und dieser Black-White-Threshold ist quasi so eine Grenze für was der Laser innerhalb des Bildes noch als zu gravieren betrachtet und was nicht. Also wenn man ihn jetzt halt so ein graustufiges Bild hinschmeißt, dann kann man eben mit diesem Black-and-White-Threshold so einstellen, was denn an Graustufen jetzt tatsächlich noch gerastert wird und was nicht. Und im gelben Bereich ist der Vektorteil, also der tatsächliche Schneideteil. Hier jetzt bei dem RZL-Logo ist nur eine Farbe da, also nur schwarze Vektoren, deswegen kann man jetzt eben für das gesamte Logo auch nur eine Einstellung wählen, da eben auch wieder Speed, Power und ganz unten dieser Slider ist dann sozusagen nochmal die Stromstärke, die tatsächlich in die Röhre fließt. Also der Unterschied zwischen Gravieren und Schneiden ist tatsächlich auch Power durch die Röhre. Das heißt, beim Gravieren wird die Röhre, wird da PWM drauf gemacht und deswegen erreicht die nie irgendeine Stärke, die auch reichen würde, um sozusagen Material durchzuschneiden. Im Vektormodus wird die Röhre dann tatsächlich halt, wenn man da alles auf 100 einstellt, auch auf Vollpower gefahren. Ich weiß nicht, ob das genau 40 Watt wären. Wahrscheinlich ist da dann noch ein bisschen Verlust drin und so, aber ja. Dann in dem blauen Kästchen wählt man quasi dann tatsächlich auch aus, welcher Modus gefahren werden soll. Also da gibt es eben Vektor, Raster und Raster-Then-Vektor, eben um beides gleichzeitig oder nacheinander zu machen. Und die DPI-Zahl. Die geht, also es gibt 250 mal 250, 500 mal 500 und 1000 mal 1000. Wobei wir jetzt eigentlich noch keinen sinnvollen Anwendungsfall für mehr als 250 gefunden haben, außer Stempelgummi. Ja, dazu später mehr, wenn ich dran denke, weil die Folien habe ich nicht mehr machen können für die Stempel. Ja, und dann in dem oberen grünen Kästchen sind dann eben die drei Kontrollbuttons eben loslegen, pausieren, was auch eine sehr sinnvolle Funktion ist und die ist auch noch gar nicht so alt in der Software, und stoppen. Also vorher konnte man quasi den Job nur in der Mitte abbrechen und dann war es vorbei, aber es gibt inzwischen eben auch eine Pausefunktion, um mal nachzugucken, ob alles so ist, wie man es haben will, und dann kann man eben weitermachen. Ja, also wir sind jetzt quasi... Wir haben jetzt quasi die Ausgangsdaten in der Software, wir haben unser Objekt drin, wir sind bereit, auf Go zu drücken. Aber vielleicht haben wir ja doch nochmal was vergessen, nämlich fokussieren, weil das echt wichtig ist. Und es gibt Leute, die es andauernd vergessen. Deswegen immer dran denken, fokussieren. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu den Endless Possibilities. Was nämlich sehr schön ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in der E-Ecke steht so ein großes Gerät, das ihr bitte nicht anfasst. ist eine T-Shirt-Presse, eine Textilpresse, um genau zu sein, nicht nur für T-Shirts, sondern für alle Textilien. Das Ding kann man eben beheizen auf eine Temperatur, die reicht, um Folien auf diese Textilien aufzubacken, sozusagen. Das Ding funktioniert mit einer sehr starken Federung, um diesen Anpressdruck zu machen, und deswegen wäre es halt cool, wenn da nicht irgendwie jeder mal hingeht und so ausprobiert, weil, ja, die Federstärke ist interessant. ja, also der Workflow, um quasi ein Textil zu bedrucken oder eben zu befolien, sozusagen, ist eben die Vektorgrafik zu erstellen in irgendeinem Tool, was ihr wollt, zum Beispiel eben Inkscape.
in SVG. Wichtig dabei, dass es gespiegelt ist, weil auch das vergessen Leute immer wieder. Weil die T-Shirt-Folie, die ausgelasert wird, sitzt auf einer Trägerfolie. Man lasert nur die Folie, die auf dieses Textil später aufgepresst wird. Die Trägerfolie soll unverletzt bleiben, funktioniert meistens ganz gut. Und dann dreht man das Ganze ja um und backt es dann auf das Textil auf. Das heißt, beim Lasern muss es eben horizontal gespiegelt sein. Ja, genau, dann kann man das Ganze nach XPS konvertieren, in die Lasersoftware importieren, fokussieren und dann kann man eben loslasern. Und wir haben schon so ein paar T-Shirts erstellt, zum Beispiel zu unserer großartigen GPN. Natürlich das Mate-Logo, das war sehr schön hier auf einer, ich glaube, was war das, Nylon-Jacke oder so. Jedenfalls ist das eben auch Nylon-Folie, das heißt, die ist auch Outdoor-kompatibel. Und wir haben auch sehr abgefahrene Folie bestellt, zum Beispiel so buntes Glitzerzeug. Also wenn ihr T-Shirts machen wollt, T-Shirts machen. Wir haben sehr viele Folien da und haben auch Spaß dabei. Eine Frage zu dem oben rechts. Ja. Ist das eine weiße Folie gewesen? Das ist eine, ja, die ist beige, glaube ich. Und da ist dann noch eine transparente Folie drüber oder wie kriegt man das hin? Nee, das ist genau das mit der Trägerfolie. Also die Folie, habe ich jetzt mal hier irgendwo eine Folie dran. Also das ist jetzt so ein Glitzerteil. Also das sieht jetzt aus wie eine Folie, aber die tatsächliche Folie ist die hier und hier drunter ist eine durchsichtige Acrylfolie. Und das sind zwei. Das heißt, die obere laser ich und dann muss ich die Teile, die nicht aufs T-Shirt sollen, da runterkruppeln und dann kann ich sie mit der Trägerfolie aufs T-Shirt kleben. Mit der Presse verbacken und dann die transparente Folie wieder abziehen. So funktioniert das. Ganz genau. Und ja, aber dafür haben wir für die Folien jetzt eigentlich schon so relativ gute Einstellungen. Also man kann das halt vorher auf einem kleinen Stück Folie ausprobieren, wenn man eine neue, die wir noch nicht benutzt haben, mal ausprobieren will. Aber meistens so mit Power Levels zwischen 5% und 10%. Also natürlich sehr wenig, weil klar, sehr dünn. Und man will eben die Trägerfolie nicht zerstören. Aber selbst wenn man da irgendwie an manchen Stellen mal ein bisschen durchschneidet oder so, ist nicht schlimm, dann kann man von hinten halt einfach ein Stück Tesafilm draufkleben und dann hält das auch, weil die Trägerfolie muss ja nur quasi den Pressvorgang aushalten und danach ist dann halt auch wieder gut. Also das geht sehr gut, ja, aber wie ihr seht, also was da jetzt halt entgittern nennt sich der Vorgang, dass man eben die Sachen runterkruppelt, die nicht drauf sein sollen. Das Anstrengendste bei dem Motiv da rechts oben sind eben die beiden Leerräume in den Uns und in den Bs. Und der Rest ist ja quasi komplett zusammenhängend, das heißt, den kannst du dann so in einem Ding abziehen. Aber klar, je komplexer das Motiv ist, je mehr weg muss sozusagen, desto nerviger ist dieser Vorgang. Aber ja, dafür sind die Ergebnisse meistens sehr schick. Du kannst verschiedene Folien natürlich nehmen. Du kannst ja auch teilweise überlappen lassen, also die aufeinander pressen. Das geht auch. Da haben wir zwar noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt, aber ein T-Shirt-Hersteller aus Darmstadt, bei dem wir uns irgendwie informiert haben, der macht das auch. Was halt, also so richtig farbig, wie jetzt bei einem Siebdruckverfahren, das geht natürlich nicht. Also wie zum Beispiel das T-Shirt von Löwe hier, das kriegst du natürlich nicht hin mit Folien, ist klar. Außer bedruckbare Folien dann wiederum. Also es gibt auch weiße Folien, die mit Farblasern oder mit Tintenstrahlern bedruckbar sind, die du dann wieder aufbacken kannst. Und auch das ist besser als was man so kennt. Also es gibt ja so Bügelfolien, die taugen halt deshalb schon nichts, weil du einfach keinen Druck und nicht genug Temperatur hast dafür. Mit so einer professionellen Textilpresse geht das halt sehr viel besser und dann hält das auch besser. Aber letztendlich, ja, eigentlich willst du dafür dann Siebdruck benutzen. Folie nochmal mit einer Markierung zu versehen, wenn man zum Beispiel durchrastet, also die Trägerfolie, dass man später das möglichst genau an dieselbe Stelle nochmal draufkriegt. Ja, wenn du mehrere, ja, wenn. Auf seiner Grafik,
Ja, genau. Also wenn du mehrere Folien haben willst, musst du das natürlich nacheinander machen. Deswegen musst du natürlich zusehen, dass du die Ausrichtung immer gleich hinkriegst. Da kannst du dir dann halt verschiedene Tricks überlegen. Wie gesagt, wir haben es jetzt hier bei uns noch gar nicht ausprobiert, aber ja, theoretisch geht das. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt keine Folien zu Stempelgummi, aber das ist eben so ein anderes Beispiel, was wir haben. Wir haben Laser-Stempelgummi gekauft in so großen Matten. Da gilt dann halt auch wieder der Trick, spiegeln und invertieren, weil dort will man dann eben das Material runternehmen, was nicht das Bild ist. Also quasi man nimmt von dem Stempelgummi das Material weg, was dann später eben Freifläche ist, also nicht gestempelt werden soll. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Wir haben in der E-Ecke so ein paar Beispielstempel, die wir mal gemacht haben, rumliegen. Könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr coole Ideen für Stempel habt. Immer her damit. Und ansonsten alles weitere auch an Ideen einfach mal irgendwie fragen, ob es geht. Kostet ja nichts. Und wir haben auch schon andere lustige Dinge gemacht, wie zum Beispiel ein Gehäuse für den Raspberry Pi aus weißem Acryl. Was ganz cool ist, da haben wir übrigens noch 3 auf Lager. Falls jemand ein Raspi hat und kein Gehäuse. Und ansonsten haben wir auch noch die wunderbare Suppe für den Phaser, die relativ unregelmäßig befüllt wird, mit irgendwelchen Bildern von Dingen, die wir gelasert haben. Da kann man geschmeidig runterscrollen und sich angucken, was wir so getan haben. Hauptsächlich sind da irgendwelche Gravuren auf Laptops und Geräten, weil das halt bisher so das am meisten Nachgefragte war. Gerade deswegen wollte ich jetzt ein bisschen eher Werbung auch für die T-Shirt-Geschichten machen, weil das dann halt auch eher so Anwendungsfälle sind, die mal ein bisschen interessanter sind als hier, ich will irgendwie Logo auf den Laptop, weil da habe ich jetzt so, sagen wir mal, so den Standard, den 0815 Raumzeitlabor-Standard rausgefunden, irgendwie Laptop reinlegen, auf 35% Power stellen und go. Finde ich jetzt irgendwie T-Shirts machen interessanter und cooler. Ja, Fragen. Ansonsten können wir jetzt natürlich direkt durchstarten und T-Shirts machen. Bitte? Danke!